Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, herzlich willkommen zur Spielpressekonferenz nach dem Spiel 1. FC Saarbrücken gegen Rot-Weiß Essen. Endstand 3:0 vor 10.413 Zuschauern. Wir gucken auf dieses Spiel mit den beiden Trainern Christoph Dabrowski von Rot-Weiß Essen und unserem Trainer und Manager Rüdiger Ziel. Herzlich willkommen hier auf dem Podium. Und wie immer hat der Gast das erste Wort. Bitte schön, Christoph. Ja, hallo zusammen und danke für das Wort. Glückwunsch, Rüdiger, zum hochverdienten Sieg. Das muss man einfach klar feststellen. Es war ein gebrauchter Tag für uns heute. Wir haben uns viel vorgenommen und bezeichnend war, glaube ich, die Situation beim 1-0. Ja, nach dem kurz ausgeführten Eckball, wo wir einfach nicht gedankenschnell waren, wo wir noch gar nicht auf dem Platz waren und wir dann relativ schnell in Rückstand geraten. Bezeichnend war dann, glaube ich, auch die Möglichkeit, wo wir, glaube ich, das 1-1 machen können über Kefkir. Wenn wir nicht in der Lage sind, aus diesen Möglichkeiten dann ein Tor zu machen, dann ist uns dann am heutigen Tage dann leider auch nicht zu helfen. Ich glaube, dass wir nicht die Energie, nicht die Körpersprache, ja, nicht diese Verbissenheit heute auf den Platz gebracht haben, die uns noch vor ein paar Tagen ausgezeichnet hat. Und ich sage es nochmal und werde mich da immer wieder wiederholen. Wenn wir nicht in der Lage sind, bei 100% uns am Maximum zu bewegen, egal gegen welchen Gegner wir spielen, dann werden wir Probleme bekommen und dann werden wir auch nicht die Möglichkeit haben, ein Spiel zu gewinnen. Und das war heute leider der Fall. Ja, es tut natürlich schmerzlich weh. Wir müssen aber akzeptieren, dass es hoch verdient war. Und ich hoffe, dass das morgen mit den Jungs natürlich auch aufbereiten und auch wieder sensibilisiert sind, was zu tun ist. Ja, nämlich ein schwer schlagbarer Gegner zu sein, ein Gegner zu sein, der maximal investiert und der eine extrem große Geschlossenheit auf den Platz bringt. Und da haben wir uns heute nicht am Limit bewegt, deswegen haben wir heute dann auch nicht mehr verdient gehabt. Ja, das müssen wir uns eingestehen. Aber wir machen weiter. Ja, ich traue uns durchaus zu, egal gegen welchen Gegner, auch Spiele zu gewinnen. Und ja, wir müssen darüber sprechen, schnell abhaken und weitermachen. Euch alles Gute im Aufstiegsrennen. Viel Erfolg weiterhin. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke, Christoph. Rüdiger, dein Kommentar zum zweiten Heimsieg nacheinander. Ja, hallo. Danke für die Glückwünsche, Dabro. War gut zusammengefasst. Ich glaube, wir hatten einfach richtig guten Start in die Partie, wie auch schon gegen Wiesbaden, wie gegen Bayreuth der Fall war. Mannschaft Hellbach war griffig und hat die entscheidenden Momente einfach für sich entschieden. Und das hatte ich in der Vergangenheit in den Spielen auch immer wieder betont, ob eigener 16er, gegnerischer 16er einfach auch gut zu sein, richtige Entscheidungen zu treffen. Und Dabro hat es angesprochen, glaube ich, Situationen einfach, wo Essen auch Möglichkeiten hatte. Wir dann einfach über Batzi dann auch richtig gut gehalten haben. Situationen beim 3-0 schon, wo sich Boneo Ferro in den Ball reinschmeißt. Von daher war das insgesamt eine richtig gute Leistung, wo wir auch viel leiden mussten. Ich glaube, die Einwürfe, Freistöße, Ecken, die reingeflogen sind, kann immer was passieren, aber waren wir einfach hochkonzentriert und haben dann zu den richtigen Zeitpunkten auch die Tore gemacht. Von daher war es, glaube ich, war es einfach verdienter Sieg aufgrund der guten Leistung meiner Mannschaft. Und müssen jetzt einfach bisschen abschalten, glaube in 7 Tage 3 Spiele. Ist nicht einfach, aber ist einfach gut, dass wir das mit den 9 Punkten einfach krönen konnten und gut im Schwung sind. Das müssen wir nutzen und Fokus jetzt erstmal auf das Pokalspiel am Mittwoch. Ich glaube, ist einfach eine Pflichtaufgabe, muss man einfach ernst nehmen und da auch konzentriert zu arbeiten, zu spielen, dass wir da in der Spur bleiben. Euch weiterhin alles Gute für die Restrunde, gute Heimfahrt. Danke. Ja, vielen Dank für die ersten Statements an die beiden Trainer. Kommen wir gerne zu den Fragen. Eine Frage an Trainer Rüdiger Ziel. Carlo ist eben in die Umkleide gehumpelt mit einem dicken Eisverband ums Knie. Weiß man da schon was Näheres? Gut, er hat im vorderen Bereich einen Schlag drauf bekommen, wo noch der Gegner noch gelbe Karte bekommt. Tritt seitlich, Unterschenkel, Kniebereich. Muss man einfach gucken, ist jetzt noch nicht
nicht klar, was es wirklich sein kann. Rüdiger, du hast Dave Knase quasi so ein bisschen stark gemacht nach dem Trainerwechsel. Er hat dann fast immer auf der 6 gespielt. Heute hat er sich mit seinem, ich glaube, 51. Spiel dann gleich doppelt getroffen. Wie bewertest du seine Entwicklung und ist das auch dein Anspruch an den Spieler, dass er vielleicht von dieser zentralen Position, weil das Thema hatten wir ja mal in der Hinrunde, dass aus dem Zentrum zu wenig Torgefahr ist, was heute geklappt hat, dass das dann vielleicht auch öfters funktioniert? Klar, ich glaube, Dave hatte in der Phase, als ich übernommen habe, hat er sich verdient. Wir hatten da einfach gute Spiele gemacht, haben die Spiele gewonnen. Sehr, sehr fleißig gegen den Ball und glaube auch immer wieder gute Lösungen auch im Ballbesitz, dass er das auch lösen kann, enge Räume. Und wurde mal Zeit, dass er auch nochmal getroffen hat. Hat sich heute wirklich doppelt belohnt für mega Einsatz und einfach, dass er diese Momente noch öfters kriegt, einfach dieses nach vorne verteidigen, Bälle erobern, dribbeln, Räume überbrücken. Muss einfach noch mehr kommen. Heute hat es sehr, sehr gut funktioniert und muss man halt weiter gut spielen, weiterhin torgefährlich sein. Und ich glaube, die ganze Zeit waren die Stürmer, die nicht getroffen haben. Jetzt haben die Stürmer getroffen. Torgefahr aus dem Mittelfeld hat jetzt auch funktioniert. Ich glaube, wir arbeiten dran, dass wir weiter erfolgreich sein können. Ja, das ist eine Frage, dass das da rausgeht. Sie mussten in der ersten Halbzeit wechseln. Ich glaube, Jan Rothe hieß der Spieler, der raus ist. Was war da der Grund? Ja, der ist im Zweikampf, ich glaube, sogar ohne gegnerische Einwirkung umgeknickt und konnte dann auch nicht mehr weiterspielen. Müssen wir die Diagnose abwarten. Ich hoffe, dass es nicht allzu langwierig ist. Frage an Rüdiger Ziel, letzten Spiel mit Gegentor gab es 4 und jetzt seit 200 mehr als 270 und keins mehr. Was ist in der Zwischenzeit passiert oder in der kurzen Zeit, dass man das stabilisieren konnte? Jetzt ist er wieder so wie am Anfang. In den entscheidenden Momenten einfach konzentrierter gewesen und einfach die Sachen gut umgesetzt, die wir besprochen haben. Ich glaube, war einfach Thema in der Phase, wo wir die Spiele verloren haben. War gerade im 16er, eigener 16er, einfach zu fehlerhaft, wo wir die Gegner einfach zu viel Raum gelassen haben. Klar angesprochen, war auch eine Tendenz, auch in den Spielen gegen Aue, gegen Osnabrück schon deutlich besser. Und ich glaube, gerade heute dieser unbedingte Wille zu Null zu spielen, über Daniel Batz, der wieder in Topform ist, über Bonego Afero, Bjarne Tölke, Manuel Zeitz, die sich, glaube ich, in alles reingeworfen haben, in die Kopfballduelle, viele, viele Situationen im 16er verteidigen mussten. Und das ist der Weg, um erfolgreich zu sein. Herr Drowski, Sie haben heute viele Rot-Weiß-Fans, die anwesend waren und auch uns Journalisten überrascht mit Felix Bastians in der Sturmzentrale. Wie bewerten Sie im Nachhinein diese Umstellung? Ja, ich glaube, wir brauchen uns heute nicht über Grundordnung, Positionierung oder wer auf welcher Position gespielt hat, zu unterhalten. Unser Plan war, ihn als Zielspieler vorne drin zu haben. Ich fand, grundsätzlich hat er es geschafft, Kopfbälle zu verlängern, Bälle zu sichern, auch abzulegen. Unser Plan war, mit Inali Young dann die Geschwindigkeit drumherum mit ins Spiel reinzubekommen. Aber ich habe es ja eingangs versucht zu analysieren, welche Gründe dafür verantwortlich waren, dass wir heute nicht das Maximum unserer Leistungsfähigkeit erreicht haben. Das war, glaube ich, das Entscheidende heute. Wie zufrieden waren Sie mit der Leistung von Felix Götze, der ja lange nicht mehr gespielt hat, zumindest nicht von Anfang an? Ja, es war vom Spielverlauf her kein einfaches Spiel, ja, weil wir früh in Rückstand geraten sind. Wir haben dann auch nach einer Weile umgestellt, ja, wo er dann auf der Doppelsechs gespielt hat. Grundsätzlich hätte ich mir gerade auch in der zweiten Halbzeit von unseren Mittelfeldspielern mehr Vertikalität im Spiel gewünscht. Ja, wir haben versucht, so ein bisschen uns immer wieder hinten reinzufallen oder seitlich rauszubewegen. Wir haben dann die Positionierung in den nächsten Ebenen nicht gehabt. Ja, und da hätte ich mir mehr druckvolles Spiel, mehr Zielstrebigkeit vertikal gewünscht, aber auch Positionierung, wo wir dann auch auf dem zweiten Ball da sind, wo der Gegner dann auch mal den Druck spürt, ja, wozu wir in der Lage sind. Aber das ist uns nicht gelungen. Und da müssen wir einfach zielstrebiger werden und in den Positionierungen einfach uns so bewegen, dass es einfach mehr Vorteile für uns gibt.
Ja, vielleicht nur ganz kurz mit Blick auf das Pokalspiel. Jetzt ist zum nächsten Ligaspiel sind ja jetzt 9 Tage. Wie wird dann da die Herangehensweise sein, dass man dann vielleicht doch wirklich sehr viel umbaut oder steht das noch nicht fest? Oder vielleicht dann doch auch im Rhythmus zu bleiben, da auch weite Teile der jetzigen Stammformation da im Team behält? Da wir auch in Märchweiler auf einem Kunstrasen spielen, sind einige Spieler bei uns in unseren Reihen, die das einfach nicht können, nicht gut sind für ihre Gelenke, muss man aufgrund dessen schon einfach ein paar Wechsel vollziehen. Und es wird mit Sicherheit so sein, dass wir da auch einige Spieler, die heute auf dem Platz waren, spielen lassen. Aber trotzdem im Grunde, was ich immer betont habe, dass wir eine gute Breite haben, dass viele Spieler dann auch zum Einsatz kommen, die vielleicht in der Vergangenheit, jetzt in der kurzen Vergangenheit, weniger Einsatzzeit hatten. Weitere Fragen sind nicht erkennbar. Dann noch der kurze Ausblick. Mittwoch Pokalspiel im Märchweiler. Dann das Spiel montags beim Spitzenspiel SC Freiburg 2. Und dann das nächste Heimspiel zu Hause gegen Waldhof Mannheim. Da freuen wir uns alle drauf. Euch, Christoph, alles Gute für den Rest der Saison. Ich drücke euch persönlich ganz fest die Daumen, dass da nichts noch anbrennt. Ja. Und uns hier, Rüdiger, einen angenehmen Restnachmittag in Ludwigspark. Bis demnächst und tschüss.